Ja, jetzt kommt der erste Sextalk von mir. Ich hoffe, er wird euch gefallen. Und zwar, was ich persönlich als Musikproduzent gerne mag im Bett. Ja, das ist erstmal die Nummer eins, ist das Blasen. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Ja, der Smiley ist von mir, den habe ich eben noch schnell gemalt und ich liebe Blasen. Also, ich weiß nicht, was ihr gerne mögt, aber ihr könnt gerne kommentieren, abonnieren und folgen. Ja, ich bin wie gesagt nicht verklemmt, ich bin ein offener Mensch, ich gehe direkt auf die Menschen zu und das ist einfach meine Leidenschaft. Also wenn ich schon ja mit jemandem im Bett war oder bin oder sein werde, wie auch immer, es muss einfach sein. Also Blasen ist wirklich eine absolute Leidenschaft von mir. Man muss mich streicheln, wirklich den Körper streicheln. Und was ich liebe, ist auch 69er, oh himmlisch, also wo man die Frau wirklich so, wo man alles sehen kann, wo sich die Frau wirklich auf einen setzt und man einfach nur genießen kann, wie wenn man eine Frucht isst. Also das finde ich wunderbar. Könnt ihr auch kommentieren, was ihr schon im Bett erlebt habt oder was ihr gerne mögt. Das ist jetzt wirklich Real Talk und ich denke, das wird euch auch begeistern, weil warum sollte ich da vor dem Zaun halten? Ich bin ja auch ein Mensch. Man sagt manchmal, ja, also ich habe auch schon Frauen jetzt kennengelernt früher, du bist doch Musikproduzent, du musst doch seriös sein. Nein, scheiß drauf. Ich will als Mensch Spaß haben. Ja, ich bin im Tonstudio Musikproduzent und muss da dann Songs machen, arbeiten, aber ihr könnt sicher sein, die Frauen, die euch sagen, oh, das finde ich jetzt aber unseriös, die sind im Bett eine Flasche, wirklich. Die sind im Bett einfach nicht gut, die sind verklemmt irgendwo auch. Das habe ich selber immer festgestellt und die Frauen, die gar nicht so geredet haben oder nicht sofort auf Abwehr waren, die haben wirklich am besten geblasen. Ich muss das wirklich sagen. Ja, nicht nur Trompete, ne? Sondern wirklich, die haben ohne Ende, haben sie verwöhnt und es ist wunderbar, was die im Mund machen konnten. Es ist also, eine Ex von mir auch, die war auch so, die war super locker und wir waren zwar jetzt nicht so lange zusammen. Leider hatte sie mich dann wohl auch betrogen. Das, ja, passiert, aber dann ist für mich auch die Beziehung zu Ende. Und ja, das war wunderbar. Also, wir hatten echt den besten Sex, muss ich sagen. Und sie hat auch wirklich super geblasen. Sie hat mich mit dem Mund super verwöhnt und es war fantastisch. Also, es war himmlisch, wirklich. Und sie, also, sie war auch liebevoll, ne? Ich habe sie ja auch verwöhnt, mit dem Mund und es war, ja, wie soll ich sagen? Es ist einfach, das gehört einfach dazu. Also, wenn Frauen, wie gesagt, Männer oder Frauen oder wie auch immer, wenn die zumachen oder schon vorher so dicht machen, dann kann das im Bett auch wahrscheinlich nicht funktionieren. Deswegen sucht euch immer die aus, wenn ihr jetzt einen Partner sucht oder nicht nur einen Partner, sondern auch jemand fürs Bett einfach nur. Ihr werdet das im Gespräch merken, ihr werdet das feststellen. Und wenn jemand super gerne flirtet und offene Art hat und auch sagt, oh ja. Könnte schon sein, dass ich das mag und so. Wenn jemand so redet mit einem Lächeln, dann heißt das eigentlich sehr, sehr viel. Dann heißt das schon, oh, das könnte zur Sache gehen. Und das merkt man eigentlich schon von vorne. Also, wie gesagt, ja, flotter Dreier, ja, gut, hatte ich auch schon. Ist auch geil, also auch zu mehreren natürlich. Das ist auch in meinem Leben vorgekommen. Und ja, was soll ich sagen? Ja, Sextalk, Sexgeständnis, das ist immer das Wort hier auf YouTube. Das wird immer viel geklickt und darüber wird auch geredet natürlich. Aber ich rede nicht nur, ich bin Macher im Bett. Auch nicht nur im Bett, sondern auch in der Musikproduktion. Aber gerade im Bett, ich finde, das muss richtig abgehen, das muss knistern, das muss ein Feuer sein. Also wer da irgendwie nur liegt wie ein Brett, das kannst du vergessen, das kannst du knicken, sag ich euch gleich. Habt ihr da Erfahrung gemacht? Könnt ihr gerne kommentieren. Abonniert mich gerne, wenn ihr den nächsten Sex-Talk habt. Talk. Sex-Talk, ja? Sex-Talk. Wenn ihr den nächsten Sex-Talk haben wollt mit mir und der soll mal ein bisschen länger werden und vielleicht auch mit einem Interviewpartner, dann mache ich den gerne. Wenn jetzt eine Frau oder Mann von euch bereit ist, auch mal mit mir auf ein Video zu kommen und über Sex zu reden, wirklich offen zu reden, was hat er schon alles gemacht und so weiter. Mag er das gerne, mag er dies gerne, mag sie das gerne, findet sie das toll. Ja, würde ich gerne auch mal mit jemandem von euch, ja, mit den Zuschauern reden und so weiter, warum nicht? Also, wenn man nie über dieses Thema redet und es totschweigt,
Das ist so schade. Also, weil ich glaube, das ist einfach so wichtig, darüber zu reden. Und ich mag ja gerne Sport und ich mag gerne Le ich liebe das Leben und ich liebe guten Sex. Und wenn der super ist und man seinen Orgasmus hat, dann ist man total erfüllt und der Tag ist toll. In diesem Sinne, abonniert mich gerne, kommentiert und wir sehen uns wieder.